Yo, heute gibt's ein kleines Special. Ich habe Besuch da, der jetzt hier gleich Musik anschaltet. Herr Lennart. Und wir teilen unser Video. Wir filmen beide zusammen einfach und teilen das für Freitag und Samstag ein. Und das Thema ist Passing. Passing Das, was und du nicht Tipps. tust. Nee. Danke. Bitteschön. Oh, hör auf. Sieht schrecklich aus. Nein, du musst schön Ja, das sieht aussehen. schrecklich aus. Auf. Lass mir Du einfach nicht musst. meine Haare. Okay. Du musst schön Alter. aussehen. Ich sehe total schön aus. Genau, Passing-Tipps. Da gibt es nicht so viel. Wir haben uns ja jetzt einiges überlegt. Und zwar, erstens mal. Idiot. Ein Binder, also ein Abbinder, dass die Brust flach ist. Ich habe einen an, aber ich glaube, den zeige ich jetzt. Meine ist auch flach. Ja, du hast die OP schon, du Cheater, du ey. Also hier so, dass die Brust der flach gedrückt ist und der Bauch schön vorschaut. Dann, ich mache mich hier nicht nackig. Der ist nicht nackig. Was? Das geht. Was aus? Was aus? Das hört man so laut in meiner Ding. Mach's aus. Lennart! Spinner. Ich habe auf Pause gedrückt, glaub mir. Ich habe drauf gedrückt. Kann mein Headset nicht ausschalten, sonst gehen die Boxen an. Genau, Abbinder. Einfach damit die Brust flach gedrückt ist, dann kann man auch gut Sachen tragen, dass man die Brüste nicht mehr sieht. Yay! Dann haben wir Packer aufgeschrieben. Das sind solche Silikonpenisse, die ihr euch in die Hose stopfen könnt. Mit spezieller Unterwäsche oder wie auch immer. Ich zeige euch einfach mal meinen Penis. Yay, das ist meiner. Und damit kann man Leuten einfach ins Gesicht klatschen. Das wird gleich mein Ja, Arsch ins den kann man sich Gesicht. in die Hose stopfen, dass es einfach nach was aussieht. Man muss noch mal ein bisschen aufpassen, wenn man sich einen kleinen kauft. Es gibt auch welche, die sind nur so kurz. Die stehen dann halt in der Hose immer so richtig ab und dann sieht es aus, als ob man halt einen Ständer hätte. Genau, deswegen habe ich einen, der ein bisschen größer ist. Den sieht man einfach nicht ganz so arg. Jo. Also Abbinder, Packer, dann den passenden Gang. Packer kann man sich auch selber machen. Ich habe mir meinen ersten aus dem Schwamm rausgeschnitten. Stimmt, erklär mal, wie man Packer nochmal selber machen kann. Zuerst habe ich Socken und dann habe ich mir so einen weichen Küchenschwamm genommen und habe den halt in so eine Form vom Penis geschnitten. Aber es war auf Dauer, war das nicht wirklich angenehm, das Ding anzuhaben. Ich habe auch Freunde, die haben sich einen Packer mit einem Kondom gemacht, das sie mit Haargel gefüllt haben, aber da hätte ich Angst, das Kondom platzt. Ja, aber dann müssen wir meistens mit zwei Kondomen oder sowas übereinander machen, oder? Ja, aber ich habe das noch nicht ausprobiert. Also es gibt genug Sachen, die man sich auch günstig eins. Ich meine, das Ding da, das kostet auch nur 15 Das Euro. kostet, genau, auf Amazon, da kann ich den Link unten in die Beschreibung einfügen. Kostet 15 Euro, ist das Silikon, ist schön weich. Man muss ihn halt immer wieder waschen und auch mit Babypuder einreiben und bestreuen, sonst wird das so richtig klebrig und Farbig. schmutzig, ja. Der klebt richtig ekelhaft danach. Er klebt schlimmer als ich. Stimmt, An Lennart klebt dir. auch ganz schön. An dir. Das stimmt. Dann haben wir den passenden Gang aufgeschrieben. Also, dass man halt einfach versucht, männlicher zu laufen, nicht so eigentlich mit dem Arsch schwingen oder so. Es gibt die Leute, die laufen trotzdem noch so. Und 1, 2, 3, 4. der Lennart führt euch mal bitte vor. Doch, Nein. doch, den passenden Gang kannst du vornehmen, den maskulinen Kann Männergang. ich nicht. Okay, das Ich kann hab er nicht nicht, Beine. weil der Lennart kein Passing hat, deswegen kann das nicht. Ja. Dann hab ich noch aufgeschrieben, man sollte halt Freunde bei sich haben, mit Freunden unterwegs ist, die einen auch richtig ansprechen. Nicht, dass die dann irgendwie. Ich lasse mich gerade von dir ablenken. Nicht, dass die Freunde einen dann mit sie und dem Geburtsnamen ansprechen. Oder mit er, je nachdem, ob ihr Transfrau, Transmann seid. Ich schätze mal eher Transmann. Dass die Freunde einen einfach richtig ansprechen. Dass man da nicht irgendwie von den Freunden geoutet wird. Und dass die Freunde auch eben zu einem halten. Und gleich Genau. korrigieren wie bei einem Hund. Ja. Weil wenn man es zu spät macht, dann wissen sie nicht mehr, was sie falsch gemacht haben. Sofort korrigieren. Eben, das ist das Beste. Irgendwann lernen die es. Genau, das waren so ein paar Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe. War jetzt nicht allzu viel. Aber die anderen werden ja auch noch was zu dem Thema gesagt haben. Und ja, die anderen Sachen gibt es dann morgen beim Lennart zu sehen.
Der Lennart lügt. Rule number one. Sagt, ich lüge nie. Regel Nummer 1, ja. Lennart lügt. Lennart lügt. Lennart lügt. Da gibt's morgen dann eben das Video hochgeladen, wo er dann hier sitzt und ich da hinten und dann quasi seinen Scheiß hier anmoderiert. Genau. Wenn du mich nicht magst, dann hab ich einen neuen Freund. Habt ihr das gehört? Ist jetzt meiner. Okay. Also dann, wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao.